Bögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Herzlich willkommen zur obligatorischen Pressekonferenz nach dem Drittliga-Punktspiel unseres Halleschen FC gegen den VfL Osnabrück. Endergebnis 1:0. Wir begrüßen ganz herzlich alle noch im Stadion verbliebenen Zuschauer sowie unsere Gäste im Wernesgrüner Business Club und dann beim Zusammenschnitt auch alle Zuschauer unseres HFC-TV. Ja, neben mir Platz genommen hat Joe Enners, Chefcoach des VfL Osnabrück, sowie Rico Schmidt, Cheftrainer unseres HFC. Beginnen wir mit einem kurzen Statement beider Trainer zum Spiel. Das Wort gebührt natürlich zuerst unseren Gästen. Bitte, Joe. Danke sehr. Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen, die ersten 7-8 Minuten, wo Halle halt Überhand gehabt hatte. Danach fanden wir zu unserem Spiel. Wir haben vorm 1-0 eine Riesenchance, wo der Innenpfosten und dann wieder rausspringt. Und dann im Gegenzug kriegen wir halt ein Freischusstor, was halt sehr, sehr, sehr bitter zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Kommen raus aus der Halbzeit, machen das Spiel offen. Man hat gesehen, dass es halt für beide Mannschaften um sehr, sehr, sehr viel ging. Etwas unglücklichen Abschluss, Alvar nach der Halbzeit, 10 Minuten nach der Halbzeit, wo der Torwart sehr, sehr, sehr gut hält. Und dann versuchen wir das Spiel ja, etwas offensiver anzugehen. Und laufen wir halt in den letzten 10 Minuten in 2-3 Kontern rein, die nicht so gut rausgespielt worden sind. Letztendlich Fazit ist, Halle hat ihre Torchance genutzt und wir unsere Torchance nicht. Deswegen haben sie auch das Spiel gewonnen. Für mich persönlich oder für unsere Mannschaft ist es halt 10 Tage gewesen, die halt wirklich halt sehr, sehr, sehr schwer für uns sind. Nichtsdestotrotz, wir werden wieder aufstehen und wir werden versuchen, halt mit aller Macht zumindest diesen 4. Platz zu erreichen. Und wir hoffen, ich habe sehr viel im Fußball erlebt, vielleicht ist noch ein 3. Platz drin. Dankeschön. Ja, danke, Joe Enners. Rico Schmidt, zum Spielverlauf aus deiner Sicht, bitte. Wir haben das Motto ein Stück weit mitgenommen. In die ersten Aktionen wurde ja schon gesagt, nur zusammen und die Mannschaft hat richtig stark begonnen, ganz viel investiert in die ersten Minuten, die ersten 8-10 Minuten, wo Selim sofort, das ist eine 100% Chance, da kann es 0-1 stehen oder 1-0 stehen, die macht er eigentlich im Training, da war er vielleicht selber ein bisschen überrascht, dass er in die Annalen reingeht als schnellster Torschütze für den HFC, vielleicht, man weiß es nicht. Also ein starker Beginn, sehr aufmerksam, bissig in den Zweikämpfen und dann hat Osnabrück, unser Gegner, dann ein Stück die Spielkontrolle übernommen. Ist auch eine Mannschaft, deswegen stehen sie da vorne mit einer hohen spielerischen auch Qualität im Aufbauspiel. Wobei wir das insgesamt ordentlich hinbekommen haben, das Spiel gegen den Ball. Da hat uns gerade in dieser Phase, so 12. bis 30. Minute, wenn man das mal so skizziert, die ganz klare Entlastung nach vorne gefehlt, sind noch nicht ganz so in die Abschlussaktion gekommen, wo immer wieder zu leicht der Ball verloren wurde, aufgegeben worden ist und dann das Spiel, die Offensivqualität der Osnabrücker, das auf uns zukam. Natürlich hatten wir in der Situation Glück, war hervorragend rausgespielt, dass der Pfosten dort für uns rettet. Aber da sind wir auch da, also das muss man auch dazu sehen, dass dann Bretlo wach ist und er ist überspielt und kneift das Ding noch von der Linie. Das spricht also, die waren alle auch fokussiert und irgendwie den Ball vor der Linie wegzupressen. Und dann konnte man es etwas wieder offener gestalten zur Halbzeit hin, mit dem Tor natürlich im Rücken. Starke Rebound-Aktion von Bano, wo ja die Freistoßsituation erst entsteht. Da sind wir auch hier und dort nicht ganz so reingekommen in diesen zweiten Ball und diesen Rebound. In dem Fall hat das Bano hervorragend aufgenommen, wird gefoult und klingt das Ding ein.
Das sind halt, das ist Fußball, dass auch so ein Spiel entschieden werden kann durch eine Standardsituation. Ich denke, mein Kollege kennt das auch zu Genüge, dass dann so ein Ball auch herhalten muss, eine Ecke, ein Freistoß oder wie auch immer. Und was wir dann in der zweiten Halbzeit geleistet haben, als Mannschaft, als Team mit unserem Publikum zusammen, das ist das, was eben ich am Anfang gesagt habe, dieses Leben reinzubringen. Nicht nur, es steht drauf auf der Brust, nur zusammen, wir machen ein Plakat, sondern der Funke ist übergesprungen. Da hat jeder alles gegeben, fußballerisch immer. Kann man das eine oder andere besser lösen. Unsere Konter haben wir mäßig ausgespielt, das eine oder andere Ding, wo es gefährlicher werden muss. Schlussendlich bin ich trotzdem stolz für die Mannschaft, Mannschaftsleistung, wie sie heute das gelebt hat, auf dem Feld, mit unserem Publikum zusammen und was ich der Mannschaft davor mitgegeben habe. Der Knackpunkt ist ja immer, wir sind jetzt gelobt worden mit dem Spiel in Köln bei der Fortuna, dann wieder so eine Leistung zu bringen, nämlich die Konstante reinzubringen, was uns vielleicht in den letzten Wochen ein Stück weit gefehlt hat, mit dem Spielglück, was ich pressen muss, offensiv wie defensiv. Und dann gehen wir heute mit einem Lächeln und glücklich als Sieger vom Platz und unterm Strich, glaube ich, auch verdient, weil wir dort dann auch in den entscheidenden Situationen, Bredlo hält den Ball überragend, war da auch eine Weltklasse-Annahme, also von dem Alvarez selten so gesehen, im vollen Lauf, diagonal, zack, geht er dort rein in den Strafraum. Da haben wir auch einen hervorragenden Torhüter, der das dort die Situation klärt für uns. Und das war eine starke, starke Leistung. Von allen, die auf dem Feld das arbeiten mussten heute und unser Publikum, unsere Fans, das war Vollgas und das macht stolz. Das war ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Drittliga-Saison 2016-17 gekommen sind. Dankeschön. Ja, danke auch an Rico Schmidt und auch Dankeschön nochmal an die HFC-Fankurve, an alle Beteiligten vom Präsidium des HFC. Es war einmalig die Zusammenarbeit, nur zusammen. Und was hier innerhalb von 7, 8 Tagen aus dem Boden gestampft wurde, Respekt und Dankeschön nochmal. Meine Damen, meine Herren, Sie haben jetzt wie immer die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen und benutzen dazu bitte das Mikrofon, was Ihnen Frau Wöbbing reicht. Herr Bachmann von der Bild. Herr Schmidt, Sie sagten gerade, großer Schritt Richtung 16-17. Glauben Sie bei 8 Punkten und über 10 Toren Vorsprung noch nicht so richtig, dass es perfekt ist? So wie es in die andere Richtung auch gehen kann, ja. Gerade Joe hat gesagt, wir arbeiten trotzdem noch vielleicht, wenn einer ausrutscht, sind wir da. So müssen wir auch unsere Antennen ausfahren, weiter heute durchschnaufen. Da kann man auch als Spieler stolz sein, in diesen letzten 10 Tagen nochmal auch seinen Schalter, seinen ganz persönlichen Schalter gefunden zu haben. Und dann weiter dort mit dem Sandersdorf-Spiel, Pokalspiel jetzt am Mittwoch und Stuttgarter Kickers draufbleiben. Gut, gibt es weitere Fragen? Mitteldeutsche Zeitung, Herr Ohlert, Herr George. Herr George. Schmidt, Sie haben den Toni Lindner heute rechts hinten aufgestellt. Da hat er noch nicht so oft gespielt. Wie hat Ihnen das gefallen? Ja, das war ja auch so eine Situation, das muss auch als Mannschaft Tim Kruse gestern ein Zeichen gegeben, es geht nicht. Heute früh dann Marcel Baude. Hatte sich gestern im Training verletzt, in der letzten, vorletzten Aktion, wie es so manchmal ist. Und da hast du schon gemerkt, oh, Marcel ist nicht dabei. Wir sind nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Und da gab es keine Frage. Toni Lindner hat es, glaube ich, gegen Groß Asbach schon gespielt. Haben uns kurz informiert, da habe ich den Stefan angerufen. Sagt, wie können wir das organisieren? Hat er das schon mal gespielt, Groß Asbach oder Mainz? Eins von beiden Spielen hat er da hinten gespielt. Sehr gut. Abrufen, Leistung, zack, und das hat er sehr, sehr gut hinbekommen. Gut, die nächste Frage stellt. 3, 2, 1, niemand. Dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen unseren Gästen vom VfL Osnabrück für heute eine staufreie, zügige Heimreise und würden uns freuen, Sie alle hier gesund und munter am 7. Mai 2016 gegen den VfL 1 im letzten Heimspiel dieser Serie wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank und schönes Wochenende noch. Dankeschön. Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität
verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.